Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Nicht ganz pünktlich zum Intro, irgendwie eine leichte Verzögerung, aber jetzt passt es. Hi, herzlich willkommen im Spark of Phoenix Zoo-Projekt. Ich bin schon ganz durcheinander. Hey Spark. Was jetzt? Ist jetzt mein Projekt oder unser Projekt? Ja, das Projekt mit Spark of Phoenix wollte ich sagen, aber die Worte haben sich in meinem Gehirn irgendwie so. Error 404 Page not found. Ja, danke. Ich bin auch so ein bisschen so leicht so müde. Sagte ich auch gerade vor der Aufnahme zu Spark. Ich bin ein bisschen müde und ein bisschen. Der Abend war lang, der Tag war lang. Ich freue mich auf meinen Urlaub, ich sagte schon. So, Tische funktionieren. Man wirft ein Item rein. Minecart kommt hoch. Essen ist da. Ist immer genau das Essen, was man bekommt. Wir können mal ganz kurz das Essen zum Vergleich herausziehen und uns eines anderen Tisches bedienen. Auch hier, zack, Essen kommt nach oben. Wir sehen, ist die gleiche Konstellation. Es kann mal sein, dass ein Item mehr oder das andere Item weniger ist, ist aber egal. Wenn das Minecart wieder zurück in den Tisch hereinfährt, dann macht es folgendes, wie wir halt hier sehen. Fährt es herein und gibt nun die S-Items ab, die dann wieder zurück eingelagert werden. Und die Emeralds gehen dann halt weiter hier in diese Ausschlusskiste. Und hier sollten wir jetzt zwei Emeralds drin sehen. Ja gut, es sind fünf. Ich nehme mal alle raus. Pass auf, dann können wir nochmal diesen Tisch hier aktivieren. So, und wir aktivieren nochmal den Tisch hier. Einfach um zu sehen, dass das System funktioniert. Und diese zwei Emeralds, die ich da gerade reingeworfen habe, machen sich nun auf den Weg in das Lager. Und gleichzeitig hat sich die Technik hier eingeschaltet, die mit diesen Minecarts, die wir jetzt hier sehen, das Essen wieder zurückbringen. Das heißt, die sind quasi vorbereitet mit Essen und geben das dann quasi, machen kurz einen Wechsel, geben quasi ihr Güter zurück zu dem Minecart, was hier steht. Das heißt, erst entlädt sich das Minecart. Ihr seht, der Trichter hier daneben belädt sich schon mit dem nächsten Menü. Und sobald dieses Minecart dann entladen ist, was wir hier in diesem Fall sehen, ne, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, weg und zack, dann wird das neue Gericht aufgefüllt. Das andere Minecart von der Küche, das ist natürlich jetzt leer, das fährt jetzt alle Stationen ab, die nach Essen fragen. Und fährt jetzt in die Küche, befüllt sich hier mit neuen Items und geht dann hier in die Warteschlange. Ich habe die Warteschlange auf 3 minimiert, 3 reichen total aus, um das ganze System mit frischen Items zu versorgen. Und damit ist die Technik nun komplett finito, komplett fertig. Der Technik gibt es nun nichts mehr auszusetzen, die ist nun komplett getan, komplett fertig. Beim Schließen der Technik wäre es wichtig, die Wahl des Bodens zu bedenken, was mir gerade auffällt. Das können wir mal ganz kurz jetzt machen. Und zwar, ja, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Gut, wir müssen jetzt Folgendes einmal machen. Wir werden jetzt erstmal den Timer der Tische erhöhen. Auf eine lange Zeit. Der Timer der Tische befindet sich hier. Hier sieht man, wie lange ein Tisch benötigt, bis er sich wieder einklappt. Ich erhöhe den jetzt einmal kurz auf einen gesamten Spender. Also auf einen gesamten Trichter. Zweimal genau so. Das müsste ich jetzt einmal mit jedem Tisch machen. Also wir holen mal eben alles Wolle zusammen, was wir im Inventar haben. So, zack, zack, zack. Und dann noch einmal hier, jetzt such den halt. Das Problem ist, wir müssen halt immer so ein bisschen jetzt suchen, um den zu finden. Zack, 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 zack. Nochmal hier. 64, 64, 32. Dann 3 Tische verbleiben. Und zwar auch hier wieder. Also das ist so eine kleine Konzentrationsaufgabe. Nicht so schön, weil ich ein bisschen müde bin. Und je müder man ist, desto weniger kann man solche Konzentrationsaufgaben machen. Kennst du das, Spark? Wenn man so tierisch müde ist und dann muss man so Konzentrationsaufgaben machen. Boah. Kommt darauf an, wie die Situation rum ist. Wenn du gestresst bist, weil du noch kurz vor der Klausur da irgendwas lernen willst, dann geht das immer recht gut noch. Stimmt, weil du dann den Druck und das Adrenalin im Hinterkopf hast, egal wie müde du bist. Hast du eine richtige schöne Motivation. So, was ich jetzt mache, muss schnell gehen und deshalb muss es sicher sein. Deshalb bereite ich es schon mal vor. Ich mache nämlich jetzt Folgendes und ich hoffe, dass ich mich nicht irre in dem, was ich tue, weil sonst haben wir gleich eine kleine Katastrophe. Ich aktiviere jetzt jeden Tisch, durch sich die Tische ausklappen und damit sollte ich in der Lage sein, jetzt einfach hier alles, den Boden mache ich komplett aus Double Slab. Jetzt habe ich natürlich einen Blödsinn gemacht. Den Blödsinn werde ich gleich korrigieren. So, also, jetzt ist alles, was zu ist, genau, es soll nachher kein Tisch sein. Jetzt muss es schnell gehen, und zwar einmal von hier angefangen, von da angefangen, bis,
nach. Da setzen wir Double Slap. Welche ID hat die Half Slap, die nach oben ist? Ich schnappe mir jetzt mal ein Pfeil, setze die Slab, die ich haben möchte, hier hin, gebe 1/info, erhalte damit das Info-Tool und sehe jetzt hier, das ist 44.8. Also machen wir Z 44.8 und jetzt müsste... Ah, Scheibenkleister! Mist! Sie sehen einen fluchenden Joe in seiner natürlichen Lebensumgebung. Mist. Ich habe vergessen einzugeben, Mask, ich habe, ne, Replace, muss es sein. Replace Air mit 44.8. Das wäre der korrekte Befehl gewesen. So ein Mist aber auch. Jetzt machen wir nicht nur Air, sondern jetzt machen wir Stone. Oder was ist das hier? Prismarin. Mist. Das hätte 10-mal besser klappen können. So ein Mist aber auch, ehrlich. So, ich hoffe, dass wenn die Tische jetzt gleich sich abschalten, dass das System nicht zerstört ist, dass es nicht komplett im Eimer ist, das System. Und wir müssen jetzt leider warten, wobei ich diesen Warteprozess auch beschleunigen kann, durch das Abnehmen der Items von da, das Hinlegen der Items von da, und hoffen, dass das Minecart jetzt bitte richtig nach unten fällt. Nein, genau das habe ich befürchtet. Okay. Ist doof. Das heißt, wir müssen tatsächlich einmal kurz jedes Minecart mit der Hand zerstören und dabei das ganze System zerstören. Also ihr seht, welche Freuden sich da bei mir gerade ergeben. Das System funktioniert nicht. Okay. Ja, hier hat sich das System schon eingeklappt. Danke. Ja. Ich komme zu spät. Alle Systeme haben sich bereits schon eingeklappt. Und die Minecarts stehen alle falsch. Das liegt jetzt eben daran, weil ich gerade Mist gemacht habe mit dem Command, weil ich einmal kurz nicht nachgedacht habe. Ne, Spark, wie war es noch mit den Konzentrationssachen? Man muss sich einfach konzentrieren und ich konnte mich gerade nicht konzentrieren. Das ist das Ergebnis der Nicht-Konzentration. Tja, wenn man Glück hat, kann man meistens mit Undo wieder alles regeln, aber naja. Ja, ach, jetzt ist halt ein bisschen nervig, weil ich jetzt eben halt die Minecarts neu setzen muss. So, und das Problem ist, ich hatte denen so einen schönen Namen gegeben. Die hießen alle Bon Appetit. Deswegen muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Bon Appetit. Wie man das richtig schreibt. Bon Appetit. So wird es, glaube ich, richtig geschrieben. Dann schauen wir mal. So. Yes. Das ist die richtige Schreibweise. Unsere Minecarts werden jetzt alle einmal kurz nochmal hier hingebracht. Dort, wo sie hergehören. Jeder Tisch bekommt sein eigenes Minecart zurück. Sein eigenes Bon Appetit Minecart. So, einmal hier. Alter. Drei Tische fehlen noch. Der hier. Und der hier. Während das System im Untergrund jetzt gerade dabei ist, jeden Tisch wieder nachzubefüllen, das läuft ja autark ab, unabhängig der Minecarts. Gut. Ja, eigentlich muss ich dem System jetzt hier unten die Zeit geben, die es benötigt, um alle Tische nachzufüllen, bevor ich das System erneut teste. Das ist mir jetzt aber gerade egal. Das System wird sich dadurch, es werden dadurch ein paar Fehler in den Menüs entstehen, dass es jetzt sein kann, dass ein Tisch zweimal das Menü erhält. Aber das ist nicht schlimm, das glätte ich aus, indem ich einfach alle Tische nochmal aktiviere, wenn wir fertig sind. Und jetzt müssen wir halt die Tische dekorieren. Das heißt, wir müssen überlegen, wie sollen die Tische später aussehen, Barriereblöcken draufpacken und allgemein das Ambiente hier bauen. Spark, welche Farbe, also wie sollen die Tische designt werden, wenn du einmal kurz zu mir kommst und mir dann kurz Inspiration gibst? Jo, bin unterwegs. Moment. Naja, also Oak würde ich schon mal nicht nehmen. Ja, das dachte ich mir. Ich muss mal gerade eine Kleinigkeit nachgucken, ob ich eventuell die Tische hier rechts noch weiter nach rechts verschieben kann. Das ist was hältst symmetrisch. Du denn von, also du willst schon was Hölzerisches machen, ne? Mhm. Was hältst du denn von beispielsweise sowas hier? Moment. Weißt du, dass das nicht einfach nur Blöcke sind, sondern dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt? Wäre das ja, nicht schon optimiert? Ist nicht übel. Ja, ist nicht übel. Das Ganze noch nicht übel. Bei mir fängt das gerade im Hintergrund so ein Flackern an, weil die Lichtverhältnisse mittlerweile, das Tageslicht reicht nicht mehr aus, um den Greenscreen
grün zu halten. Du kannst es mit sämtlichen Stairs machen. Theoretisch würde auch Quarz oder sowas gehen. Ja, das fand ich gar nicht mal so übel, was du da hattest als Design. Lass uns das mal durchziehen eben. Weil Spruce außenrum, das ist halt, keine Ahnung, was mir jetzt spontanst einfällt. Ja, das Problem ist halt, an der Stelle hier sieht das ja ein bisschen komisch aus. Dann kannst du ja an der einen Stelle unten aber trotzdem Blöcke hinsetzen, da musst du keine Stairs nehmen. Weißt du, dann fällt es nicht so auf und... Ja, stimmt. Boah. Dann kannst du eben mithelfen, die anderen Tische umzubauen, das mache ich nicht unrolled aus Sicherheitsgründen. Oh, Arbeit zum Einschlafen, ich weiß. Du, die Tische sind jetzt nicht perfekt symmetrisch. Ist das schlimm? Also die linken Tische, die auf der linken Seite, die müssen eigentlich noch weiter nach links. Sag mir mal, inwieweit das schlimm ist. Also wenn ich jetzt hier so reinkomme, naja, es fällt halt schon auf, ne? Weil es ist hier nicht nur ein Block verschoben, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hier und 1. So, jetzt warte eben, die Tische klappen sich alle gerade ein. 3 Blöcke weiter. Ich habe hier unten so Leck irgendwie, ne? Ja, das ist wahrscheinlich gerade, weil die Technik arbeitet. Das wird wahrscheinlich nicht vermeidbar sein bei hier. Ne? So, okay. Also die rechte Seite ist 3 Blöcke weiter entfernt als die linke Seite von der Mitte. Das ist halt... Ja. Ich werde es umlegen, Ja, okay, gut. Ich bin jetzt gerade dabei. Ja. Wird zwar jetzt ein bisschen lustig, aber ich versuche es mal einfach. Ich gucke mal, was passiert. Es kann sein, dass jetzt alles kaputt geht. Dann... I don't give a damn. Dann habe ich ja umsonst die Tische gesetzt. Okay, ich habe jetzt alles markiert. Und wie viel müssen die nach rechts gemoved werden? 1, 2, 3 Blöcke, ne? Genau, okay. Es kann sein, dass wir jetzt Wasser in die Technik kriegen. Ja, auch gut. Die Tische wurden gemoved. Sag sowas nicht, ey. Du machst mich damit wahnsinnig. Okay. Ja. Ja, gut. Einmal die Glasscheiben hier reparieren. Schnell. Es läuft Wasser hier ein. Habe ich neulich auch was gesehen. Mayday, Mayday, we are sinking. Dann so, this is the German Border Patrol. What are you thinking about? Ahaha. Warum kann sich Minecraft eigentlich nicht, wenn ich Wanted nehme, merken, welche Items in Trichtern drin sind? Das ist total strange. Naja, wenn es Kisten merken können, dann ist so eigentlich auch... Ja. Alles weg. Alles weg, was in den Items drin sein hätte sein müssen. Die ganzen Dropper, die kann ich quasi alle neu setzen. Ja, natürlich weiß ich das, aber trotzdem ist es nervig. Hier können wir einfach so machen. Was halt jetzt hier nervig ist, halt, weil wir hier auch einmal das gleiche machen müssen. Und zwar nehmen wir einmal die Items. Seltsam. Hier unten das Item ist drin, ne? Das wurde mit übertragen. Das ist seltsam. Das Verhalten ist so verrückt, ehrlich. Naja, mich soll es nicht stören. Okay, das heißt, jetzt müssen die Tische doch bitte symmetrisch sein, oder? Moment, ich habe dich schon mal nachgerechnet. Jetzt gerade, ich bin schon wieder rübergegeiert, aber ich zähl mal nach. Spark zählt nach. Nee, ich habe gesagt, wenn ich zähl mal nach, weil ich bin schon hier hinten wieder. Bin schon zurückgeflubbert. Ja, dann gucke ich gleich nochmal. So, aber das sieht jetzt schon mal gut aus. Jetzt sollte... Wie lange ich jetzt schon mich mit diesen Tischen hier beschäftige, das ist echt der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Warum liegt hier unten ein Minecart? Bitte nicht. Spark, der mag das gerne, wenn ich singe. Ja. So. Und zu guter Letzt unser Signal. Die Technik scheint so mittlerweile so ein bisschen zu funktionieren. Die Frage ist, was passiert mit den Minecarts, die hier drin waren? Wurden die mitkopiert? Nö. Die wurden einfach gelöscht. Ja, klar. Na, natürlich. Oder habe ich die vorhin gelöscht? Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall gelöscht. Die sind auf jeden Fall weg. Gut. Und drittes Minecart für die Küche. Die Küche-Minecarts, die habe ich jetzt wieder zurückgesetzt. Die sollten jetzt alle auch richtig hier ankommen. Und das System sollte funktionieren. Spark, warum? Du hast schon wieder gesungen, das Lied.
Wahnsinn. Achso, du schickst mich in die Hölle. Ach, Petri sei Dank. Alter, was ist das hier? What is this place? Ich komme hier nicht mehr raus, ne? Warte, was? Alter, du hast mir meine Technik zerschossen, du Vogel. Das gibt Rache. Doch, hast du. Hey, wo hab ich denn? Nein, das Portal war hier hinten bei der Erde. Hier, ja, habe ich hier. Da bin ich zurückgegangen, und jetzt hast du hier, jetzt war plötzlich hier ein zweites Portal entstanden. Hä? Hat er ja. Hast du es abgebaut wieder? Auch? Na, ich habe es gerade abgebaut. Aber man kann es in der Aufnahme sehen. Ich habe einen Videobeweis dafür. Nee, ist okay. Ich habe es zweimal gesetzt. Beim ersten Mal wurde es nicht weggeschickt. Da wurde es bei deiner Position gemacht. Habe ich nochmal gemacht wahrscheinlich. Das ist das erste Mal ungünstig gelandet. Gibt es denn keine eleganteren Möglichkeiten, den Spieler ins Nether zu teleportieren? Nee, leider nicht. Du kannst dich mit Teleport-Commands wechseln. Außer in der 1.13. Da kannst du, glaube ich, zwischen Dimensionen teleportieren, das geht, aber vor 1.13 nicht. So, liebe Leute, das ist die letzte Aufnahme mit Facecam, weil ab der nächsten Aufnahme ist es mir zu dunkel in meinem Zimmer. Ich brauche ein bisschen Tageslicht, weil es sonst hier nicht funktioniert. Dann sieht das ein wenig strange aus, wie jetzt gerade schon. Da ist hier so ein grünes Flackern um mich herum. Man kann hier noch schlimmere Sachen, indem man die Lichttemperatur ändert. Dann sieht das noch schlimmer aus. Yep, aber so richtig. Aber das wollen wir mal sein lassen. Liebe Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge wieder beim Spark. In der Zeit werde ich dieses Tischding hier komplett abschließen. So langsam kann ich es nicht mehr sehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Schneller. Du hast schneller. Ciao, Leute.